So, und damit herzlich willkommen zurück zu Port Royal 3. Wir werden mal eins machen, wir werden mal die Schiffe. Beziehungsweise, nee, das machen wir mal anders. Wir sagen mal unsere zweite Flotte und dann werden wir hier die ganzen kleinen Schiffe mal rüberstecken, die wir nicht brauchen. So, hier haben wir noch eine Galeone gekriegt. Ist natürlich jetzt die Frage, ob die Galeone stärker ist als unsere Fregatten. Naja, wir werden mal zwei Fregatten rüberpacken. Ist jetzt natürlich die Frage, welches Schiff stärker ist, eine Galeone oder unsere Dingsbums. So, damit haben wir aber auf jeden Fall schon mal genügend. Na gut, die Kriegsgalone brauchen wir nicht. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal genügend, um weiter angreifen zu können. Ich habe folgende Aufgabe für euch. Zwei Betriebe. Ne. Ich bin wahrlich entzückt, euch zu sehen. Spanien befindet sich im Krieg. So, dann werden wir mal gucken, dass wir schnell mal hochhuschen. Nach Grand Bahama. Und uns da mal einen Kaperbrief organisieren. Weil dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn wir entsprechend uns da eine Stadt krallen. Ah, hier hätten wir gerade guten Konvoi überfallen können. Aber haben wir halt auch keinen Kaperbrief, ne? Das ist halt das, was ich gerade meinte. So. Schauen wir mal. Ich habe. So. Ich biete euch folgenden Auftrag an. Ja, würden wir zwar ganz schön viel Geld für kriegen, aber. Ah, verdammt. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Das wusste ich jetzt selber auch nicht mehr. Dass man bloß eine der Seiten sich im Kaperbrief holen kann. Puh, das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich. Was? Was haben wir denn für einen Auftrag gehabt? Oh. Ah, verdammt. Jetzt haben wir aus Versehen vergessen, die Lebensmittel abzuliefern. Dann werden wir mal ganz. Machen wir mal eins ganz schnell. Dann machen wir mal Trick 17. Spiel laden und sagen. Wir laden das mal nochmal. So, wir brauchen. Achso, wir brauchten. Jetzt müssen wir natürlich nochmal gucken, wo unser Schiff liegt. Ich glaube, das müsste noch in Santiago liegen, oder? Hier in Dings. Ah ja, liegt hier noch. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir keine Lebensmittel haben, ne? Müssen wir mal in den sauren Apfel beißen und mal Lebensmittel einkaufen. Den sauren Apfel müssen wir mal beißen. So, dann gucken wir auch gleich wieder. Ja, kann man nämlich gleich wieder Waren mitnehmen. So, dann segeln wir nämlich als erstes mal nach Santiago und schließen die Quest noch ab. Bis 13. Ja, das dürften wir nämlich schaffen. Das dürften wir nämlich schaffen. Ah, mal gut. Sind wir gerade an die Piraten noch vorbeigekommen. So, dann wollen wir mal Lebensmittel verkaufen. So, damit haben wir den Auftrag nämlich noch fertig. Sehr schön. Damit haben wir den Auftrag nämlich noch fertig. So, Baumwolle werden wir auch nochmal mitnehmen. Warum auch immer gerade hier so ein Überangebot ist, aber das werden wir mal nutzen, ganz kackendreist. So. Ja, Ausrüstung darf man genügend haben. So, dann würde ich mal sagen, wir haben jede Menge Zucker an Bord. Das konnten wir, glaube ich, im Port Royal ganz gut loswerden.
Dann werden wir mal runtersegeln nach Curacao und werden die Stadt mal einnehmen. Da werden wir ganz schön viel los. Wir haben mal ganz schön viel Zucker los, das ist schon mal gut. So, wie gesagt, das wird uns zwar überall wahrscheinlich ein bisschen unbeliebt machen, weil es trotz alledem wieder als Piratenaktion gilt. Ich nehme mal an, bei Holland wird es uns ein bisschen Beliebtheit einbringen oder plus minus null. Weil wir ja immerhin der Kriegsnation Spanien eine Stadt abnehmen. So, wollen wir mal nach Curacao. Ironischerweise, ja, wir werden erstmal nach Coro nochmal segeln. Gucken, ob wir überall noch ein bisschen was von unseren Waren loswerden vorher. Ich bin der Richtige für ganz gut. So, die Stadt hat auf jeden Fall keine Ziegel mehr. Das hat uns jetzt zwar nicht wirklich viel gebracht, aber... Überall noch ein bisschen was loswerden. Einen auf guten Händler machen. Wie gesagt, wir müssen Curacao auf jeden Fall... erwischen, solange da kein Militärkonvoi drin liegt. Wenn da ein Militärkonvoi drin ist, haben wir nämlich ein Problem. Mein Gott, diese ekelhaften Piraten jedes Mal. So. Na, ich glaube, hier liegt gerade ein Militärkonvoi. Müssen wir tatsächlich jetzt mal ein bisschen abwarten. So, Ziegelsteine können wir auch gleich mitnehmen. Werden wir gleich nochmal vorsichtshalber ein paar Waren von denen mitnehmen, ne? Denn meistens sind dann die Waren erstmal geblockt, wenn man die Stadt angegriffen hat. So, würde ich sagen, wir speichern mal. Damit hier nichts schief geht. Und dann werden wir mal schauen. So, wir werden auf jeden Fall erstmal noch ein paar Schiffe mit reinpacken müssen. Nämlich die Karacke und die, was nehmen wir noch? Ah, hier sehen wir sogar die Werte. Und dann können wir die Galeone noch mit reinnehmen. So. Gucken wir mal. Ah, ist noch ein Militärkonvoi drin. Da müssen wir also nochmal einen Moment warten, bis der wieder abhaut. Lass mal ruhig mal ein paar Tage vergehen. Ah, jetzt wieder einer reingefahren. Natürlich ärgerlich. Jetzt liegen ja zwei Konvois drin, wenn ich das sehe, oder? Ja, zwei Konvois. Das ist natürlich jetzt nicht so cool. Wir müssen halt irgendwie hinkriegen, dass diese beiden Militärkonvois sich hier verkrümeln. Doch mal wieder abhauen, die. Warten wir einfach mal ganz kackendreist in der Stadt. So, einer ist abgehauen. Einer ist wieder weg. Einer ist noch drinne. Ja, so wie es aussieht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Er muss einen kleinen Augenblick sich mal verkrümeln. Mehr brauchen wir nicht.
Ist der jetzt hier rausgekommen? Nee, ist noch drinne. Wir brauchen einen kleinen Augenblick, wo der weg ist. Dann können wir uns die Stadt erholen. Komm schon. Ah, jetzt kommt schon wieder ein neuer. Die mobben uns. Die wollen einfach nicht, dass wir die Stadt gerade kriegen. Hab ich das Gefühl. Oh, es ist sogar noch ein dritter reingekommen. Die riechen den Braten, hab ich das Gefühl. Ja, jetzt liegen hier halt einfach mal drei Militärkompass drin. Puh, da werden wir noch mal einen Moment warten müssen, bis wir hier abhauen. Mich wundert es halt so ein bisschen, dass die ausgerechnet alle nach Curacao reinsegeln. Machen wir zwar momentan extrem viel Minus an Geld, aber... So, einer ist rausgefahren, sehr gut. Noch einer ist rausgefahren. Müsste noch einer drinnen liegen. Der spanische Katerbrief hat seine Gültigkeit verloren. Denn wir sind nicht mehr im Krieg. So. Ah, da kommt schon wieder ein neuer. Ist doch absolut, das ist ganz schön am Mobbing. Müssten halt beide abhauen. So, einer ist raus. Ich würde sagen, wir versuchen einfach mal eins. So. Versuchen es einfach mal. So. Naja, wir machen es gerade überall ein bisschen unbeliebt, aber... Wir werden es mal versuchen. Wir haben zwar ein ganzes Ende was an Schaden schon bekommen. Was willst du? Wir haben geschlossen. Oh. Die Stadt ist mittlerweile ganz schön stark geworden, muss ich sagen. So, wir müssen mal gucken. Wir werden die Karacke mal hier hinschicken. Die Galeone hierhin und die Militärfregatte werden wir mal dahin schicken. Ja, ich nehme mal an, ein Schiff werden wir verlieren, mindestens. So, Karacke. So. Ja, unsere Galeone wird absaufen. Unsere Galeone wird mindestens absaufen. Mhm. Und die Fregatte auch. Okay, das ging ein bisschen nach hinten los. Das ging ein bisschen toller nach hinten los. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet, dass das so stark wird. Gut, das heißt, wir werden nochmal laden. So, laden wir nochmal. Müssen wir wahrscheinlich in mehreren Wellen machen, anders wird das nichts. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass das so stark ist tatsächlich. Damit habe ich tatsächlich jetzt nicht gerechnet, dass die so stark ist. So. Das heißt, wir müssen das in zwei Wellen machen. So. Das lief schon mal besser. Ah, verdammt. Das war der Vorführeffekt gerade. Ich Trottel habe noch gar keine drei Schiffe eingeteilt gehabt. Das sollten wir natürlich machen, ne?
Mit nur einem Schiff macht das natürlich wenig Sinn. So, wir sollten natürlich zwei Schiffe einteilen, logischerweise. So, die Karacke noch und wir hatten gesagt, die Galeone. So. So, damit sieht das nämlich schon mal ein bisschen besser aus. So. ...1200 Angriffskraft. Puh. Wir werden mal versuchen, ob wir Trick 17 machen können. Na gut, das dauert 3 Tage. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier kein Konvoi reinfährt, ist ein bisschen gering. Aber ich denke mal, ihr seht schon, dass es gar nicht so einfach ist, ne? Sieht man, denke ich, ganz eindrucksweise gerade. So. Ist das dein Ernst? Es gibt immer noch einen Ausweg für dich. Wir werden die Galeone mal als erstes losschicken. Dann die Karacke. Und zum Schluss die Militärfregatte. Ja. Sieht das Ganze nämlich schon ein bisschen anders aus. So. Wie gesagt, wenn ich die Galeone verliere, das ist nicht ganz so tragisch. Ja. Die Galeone säuft ab, aber diesmal kriegen wir die Stadt. Ja. Die Stadt haben wir diesmal auf jeden Fall. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage. Jetzt müssen wir natürlich gucken, ob wir es noch schaffen, den Landangriff noch zu überleben. Aber ich denke mal, das sollten wir hinkriegen. Gucken wir mal. Dürfte relativ... Naja gut, wir haben, wir dürften mehr Leute haben. 170 Mann ungefähr mehr. Gut, bewaffnet sind sie auch, also eigentlich müsste das klappen. Naja, das dürfen wir haushoch gewinnen. Sehr gut. Puh, das war aber, mussten wir länger versuchen, als ich dachte. So. Wir werden die Stadt für uns selbst annektieren. So, damit haben wir unsere eigene Stadt. Du bist der Administrator einer Stadt und hast somit auch die militärische Hoheit über sie. Keine Nation wird sich von jetzt an in die Verwaltung dieser Stadt einmischen. Es sei denn, man möchte sie dir gewaltsam wegnehmen. Puh. Das war ein ganz schöner Akt. Das war ein ganz schöner Akt, aber wir haben noch genügend Ruf... erstmal zusammen bei den Fraktionen, dass sie uns nicht sofort angreifen. Das ist schon mal wichtig. Ja, wie gesagt, wir haben zwar ein Schiff verloren, aber... Wir haben ein Schiff verloren, aber ich denke mal, damit kann man jetzt durchaus leben. So... Werden wir die Karacke mal wieder rausnehmen. Und werden wir erstmal wieder Sachen produzieren, beziehungsweise wieder verkaufen, denn wir wollen sehen, ne? Der Angriff hat ein bisschen dafür gesorgt, dass die Stadt ein bisschen schlecht verteidigt oder versorgt wurde. Weil der Hafen einfach mal in der Zeit blockiert war, logischerweise. Das Gute ist, in der Zeit konnten halt auch keine Waren verkauft werden. Dementsprechend... waren die Preise für uns zum Kaufen gerade relativ niedrig. So, dann haben wir ganz gute Geschäfte gemacht. Besatzung brauchen wir erstmal nicht, denke ich. Das sollte reichen. Munition werden wir schon mal wieder kaufen.
So, und reparieren werden wir auf jeden Fall mal. So. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Haben wir unsere eigene Stadt. Das Gute ist, jetzt haben wir auch Zugang zur Gouverneurstochter, ne? So. Stadtkasse hat nicht wirklich viel. So, hier würde ich natürlich ganz gerne aufbauen, ne? Wir brauchen halt dringend wieder... Oh. Ah, stimmt, das müssen wir aus eigener Tasche bezahlen. Upsi. Ah ja, gut, das kriegen wir schon irgendwie wieder rein. Das sollten wir schon irgendwie wieder reinkriegen. Müssen wir halt eine Weile länger handeln. Beziehungsweise den einen oder anderen Schatz nochmal bergen, aber das dürfen wir wieder reinkriegen. So, sehr gut. Schiff ist voll. Jetzt müssen wir natürlich zusehen, dass wir wieder genügend Soldaten rankriegen. Wie gesagt, die Dings werden jetzt erstmal nach und nach aufgebaut. Was wir allerdings als erstes gleich mal machen können. Wir können schon mal ein paar Betriebe bauen. Das werden wir mal schon mal machen. So, zum einen werden wir hier ein Sägewerk bauen. Beziehungsweise zwei. Und Ziegeleien werden wir zwei bauen. Ich freue mich immer, wenn hier neue Gebäude entstehen. Denn Baustoffe brauchen wir für alles gerade. Bietet sich das dann an? So, wunderbar. Gut, würde ich sagen, speichern wir direkt nochmal. Nachdem wir diese Geraffel jetzt zum Glück noch hingekriegt haben. So, schreiben. Ja gut. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge auch an der Stelle mal. Das passt, denke ich, ganz gut. Dann haben wir nämlich nochmal eine Stadteroberung mal miterlebt. Ich weiß noch nicht, wie lange wir tatsächlich das Let's Play noch machen werden, da es ja ein Endlosspiel ist. Also sprich, eigentlich unbegrenzt läuft. Ziel war es in erster Linie erstmal so weit zu spielen, bis wir unsere eigene Stadt erobert haben. Das haben wir jetzt hiermit eigentlich erreicht. Ich werde mal noch ein paar Folgen machen, auf jeden Fall noch. Wo wir vielleicht noch mal so ein bisschen unsere Stadt aufbauen, sie zur größten Stadt in der Karibik machen. Und auch die Verteidigung dementsprechend noch ein bisschen ausbauen. Dass wir hier nicht mehr das Problem haben, dass eine andere Nation die Stadt wieder abnehmen kann. Dementsprechend werden noch mal hier noch ein paar Folgen kommen. Und ja, lasst euch einfach mal überraschen, welche Abenteuer hier noch kommen. Und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, was ich hoffe, war ja diese Folge doch ein bisschen actionreicher, gerne ein Däumchen da lassen. Das unterstützt mich auf dem Kanal ein bisschen. Natürlich auch gerne mit einem Abo, wenn ihr möchtet, ne, dann verpasst ihr auch keinen Content mehr. Und ja, ansonsten bleibt mir dann nur zu sagen, ciao, ciao und bis zur nächsten Folge.